Guten Morgen, hier ist Wolfgang. Heute Morgen nehme ich als Ausgangsmaterial eine PET-Flasche, zerschneide die mit einer Schere, wie folgt. Hier sieht man das ausgeschnittene Material. Als Werkzeug haben wir eine Kombizange, einen Dorn, Strohhalme und einen Fleischspieß. Den Fleischspieß zerschneiden wir in drei Teile, stechen mit dem Dorn, Löcher in die Milchdosenkappe, drei Stück. Hier innen sind schöne Markierungen zu sehen, braucht man kein Metermaß. Ja, und dann schneiden wir die Flasche in drei Teile. Sieht dann von unten so aus. Bisschen Korrektur nach dem Ausschneiden, nachdem die Stützen aus Strohhalmen innen eingebracht sind. Gut, jetzt haben wir hier 1,36 Sekunden.